Und jetzt kommt der junge Mann zu uns, der für Hamburg beim Bundesvision Song Contest auftreten wird. Fridolin, was machst du denn hier? So, und zwar begrüßen Sie recht herzlich Sammy Deluxe. Dankeschön. So, das ist doch mal ein Empfang hier. Ja, du machst dann wieder mal einen entspannten Eindruck. Ich weiß nicht, ob es an den Hosen liegt oder an den Hemden. Oder nee, diesmal liegt es an meinem Urlaub. Ich bin gerade aus dem Urlaub. Du bist gerade aus dem Urlaub? Sehr entspannt. So. Wo macht ein Rapper Urlaub? Ist, in Amerika natürlich. Natürlich, ja. Nein, aber du weißt ja, meine Frau ist da her. Ja. Und dann gehen wir mal zu der Schwiegermutter und schön. San Francisco. Ah, San Francisco? Mhm. Oh, schöne Gegend. So am Hang auch gelegen. Richtig auf dem Hang, dass du über die Stadt gucken kannst. Über die ganze Bay. Wahnsinn. Das ist fast so schön wie Hamburg. Ja. Na, natürlich. Ja. Weil Hamburg ist ja sozusagen das San Francisco. Nein, das ist Köln. Des Nordens. Das ist Köln. Ja, aber San Francisco hat doch überhaupt keine Rap-Szene, oder? Gibt es Rapper aus San Francisco, die kommen Das ist auch wirklich Urlaub gewesen. Deshalb bin ich auch entspannt. Wenn ich mich nur mit Rap beschäftigt hätte, wäre ich nicht entspannt. Ja. Du hast einen neuen Hairstyle. Ich habe einfach Haare bekommen. Die sind gewachsen. Okay, verstehe. Ja, du trittst für Hamburg beim Bundesvision Song Contest an. Du bist durch und durch Hamburger. Du bist in Hamburg geboren auch. Genau. Und lebst auch noch da, oder? Ja, ich lebe mein ganzes Leben lang da. 27 Jahre bisher. Nee, also ich wohne richtig mitten in der Stadt, so. Ja. Eigentlich immer. Das heißt, du hast eine wirkliche Beziehung zu Hamburg und hast hoffentlich auch die Hamburger hinter dir. Das hoffe ich auch sehr, auf jeden Fall. Also ich meine, man weiß es nie, man kann nie für alle Leute sprechen, so. Und ich hoffe auf jeden Fall auch, dass gerade mit dem Song, so ist ein Song mit einer Message, so. Also deshalb, ich habe auch in allen Interviews, ich wurde heute schon viel gefragt nach dieser Bundesvision. Und mein Ding ist eben so, ich trete mit diesem Song an, weißt du. Ich würde nicht einfach nur für mich mit jedem möglichen Song antreten, sondern wirklich mit einem Song, der auch zu Hamburg passt. So. Okay. Deshalb bin ich sehr froh. Also große Identifikation mit der Stadt bei dir. Die Konkurrenz ist sehr hart, ja. Ein paar Rapper dabei. Und so, es gibt so ein paar, wo es vielleicht Beef geben könnte. Nee, Beef gibt's sowieso nicht. Also Beef nicht mit mir. Also es gibt viel Streitereien unter Leuten. So, ich habe das auch eine Zeit lang sehr intensiv mitverfolgt und mich daran beteiligt. Bei den Rappern? Aha, du hast auch mitgemacht. Ich mache das jetzt auch schon sehr lange, dass eigentlich die meisten Rapper wissen, was ich mache und wofür ich stehe. Und da gibt es auch nicht so viele Zweifel. Und es gibt immer noch Leute, die was sagen. So. Aber ich versuche auf jeden Fall lieber die positive Schiene zu fahren. Hast du Favoriten unter den Teilnehmern? Also ich versuche natürlich schon, so Hamburg einfach so gut wie möglich zu repräsentieren, dass wir dabei gut wegkommen. Ja. Und sonst wünsche ich auch allen anderen viel Glück. Was soll man anders machen? Sido auch. Ey, auf jeden Fall. Also mit ihm habe ich sogar echt kein Problem, weil Leute, das immer dieses Hamburg-Berlin-Ding und ja, so. Ja, und ja. Ich habe ihn auch kennengelernt irgendwann dieses Jahr und das ist auf jeden Fall, ist kein Stress da. So. Randfichten? Die habe ich noch nie kennengelernt. Okay. Aber die Randfichten haben keinen Diss verdient, oder? Nee, auf keinen Fall. Glaub, Hamburg liegt doch auch in Sachsen, wie gerade. Hamburg liegt ja auch in Sachsen, wie man gerade gesehen hat. Ja, genau. Deshalb ist alles gut. Jeder Künstler hat bei uns die Möglichkeit, seinen eigenen Wahlwerbespot hier bei TV Total zu zeigen. Sammy hat auch einen gemacht und den schauen wir uns gerade mal an. Zum Bundesvision Song Contest 2005 sehen Sie nun einen Wahlwerbespot von Sammy Deluxe. Für den Inhalt der Spots sind allein die Künstler verantwortlich. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Mein Name ist Sammy Deluxe und ich trete bei der Bundesvision 2005 für Hamburg an. Hamburg ist die zweitgrößte Stadt hier in Deutschland und einfach ein wunderbarer Ort. Jeder, der einmal hier war, wird es ihm bestätigen. Diese Stadt hat viele große Persönlichkeiten hervorgebracht, vor allem musikalisch, wie zum Beispiel mich. Diese Stadt hat mich mein ganzes Leben und vor allem meine ganze Karriere lang sehr geprägt. Ich habe mich immer für Hamburg eingesetzt, Hamburg in Krisenzeiten verteidigt, mich hier engagiert und deshalb bekomme ich von dieser Stadt auch sehr viel Liebe zurück. Zumindest von den meisten. Hamburg ist abgesehen von seiner riesigen Bier- und Fischfrikadellenindustrie für sein etwas eigenwilliges Klima bekannt. Das Gute daran,
Wisst, man muss hier nie sein Outfit wechseln, egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder im Winter. Mein Gott, was für ein Wetter da draußen. Aber zurück zur Bundesvision und mir. Ich bin sehr froh, dass ich gerade mit diesem Song bei der Bundesvision antreten kann, weil ich denke, dass er Hamburg sehr gut repräsentiert. Generation ist ein sehr nachdenkliches Lied, hat auch ein bisschen Depri-Stimmung und zur gleichen Zeit auch wieder diesen zynischen Humor, der für Hamburg steht. Also meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie konnten sich ein Bild von mir und meiner Stadt machen und hoffe, Sie treffen die richtige Entscheidung. Unterstützen Sie Hamburg, unterstützen Sie Deluxe für ein besseres Deutschland. Zum Bundesvision Song Contest 2005 sahen Sie einen Wahlwerbespot von Sammy Deluxe. Sammy Deluxe, meine Damen und Herren, für Hamburg. Ein sehr emotionaler Spot. Wenn da die Hamburger nicht mitziehen, dann weiß ich nicht. Ja. Der Song, mit dem du antrittst, heißt Generation, ist von dem Album Verdammt nochmal. Genau. Und den wirst du gleich auch noch hier live präsentieren. Auf jeden Fall. Was ist das denn für eine Uhr? Was? Hast du die beim letzten Mal auch schon gehabt? Ja, aber ich glaube nicht getragen. Ich musste immer den Schmuck tragen. Lass mal sehen, das scheint aber zu laufen bei dir hier. Mein lieber Mann, ist das echt oder ist das so irgendwie... Echt, aber die ist stehen geblieben. Aber ich habe sie auf die Uhrzeit gestellt, sodass die Leute denken, die Sendung ist live. Weißt du, das sind echte Brillanten hier. Ich werde wahnsinnig. Das mit. Also jetzt erzähl das noch nicht allen, die Leute sind eh schon neidisch auf mich. Das ist unfassbar. Ja, aber 50 Cent hatte auch sowas ähnlich. Nein, dieses viel größer, hallo, sowas, das ist auf jeden Fall noch eine andere Preis. Ja, okay. Aber hast du also auch ehrlich, auf ehrlichem Wege ja, erstanden die Uhr? Okay. Selbstverständlich. So. So, meine Damen und Herren, wir machen gleich ein bisschen Werbung. Gleich spielt Sammy Deluxe noch und gleich auch noch bei uns zu Gast Schmusemoderator Oliver Pocher. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Da sind wir wieder bei TV Total. Gleich noch bei uns Oliver Pocher zu Gast. Und jetzt der junge Mann, den Sie gerade schon kennengelernt haben. Er ist für Hamburg beim Bundesvision Song Contest dabei. Oder wie, wenn Sie möchten, auch Bundesvision Song Contest. Ganz wie Sie es möchten. Und er wird unterstützt von natürlich Hamburg und von dem Radiosender Tide in Hamburg. Meine Damen und Herren, hier ist Sammy Deluxe live mit Generation. Sure. Yeah. Tropf. Dynamite. Sammy Deluxe, aha. Und das hier, das ist meine Generation. So viele Leute meiner Generation haben keine Motivation und Inspiration, sind immer besoffen und immer nur stoned. Die wisst genau, wen ich mein. Ja, das ist meine Generation. So viele Leute meiner Generation haben keine Motivation und Inspiration. Ja, hör gut zu, Hamburg. Wir sind aufgewachsen in harten Zeiten, in denen wir höchstens gelernt haben, auf den Staat zu scheißen. Außerdem Arbeit, Lehrer, guten Rat zu meiden. Wussten nicht, dass das für viele hier heißt, arm zu bleiben. Damn, dann fingen Freunde an, sich E's zu schmeißen, Koks zu ziehen und im Kopf stehen zu bleiben. Wir haben zwar noch versucht, ihnen den Weg zu zeigen, doch sie wollten halt auf sich und auf ihr Leben scheißen. Wir haben gelernt, dass wir niemand trauen können, doch ab und zu lernen wir paar prima Frauen kennen. Merken, in diesem Leben wird man niemals auslernen. Ihr könnt die Frustration aus meinen Liedern raushören. Und seitdem rauchen wir Dope und saufen, und zwar ohne Pausen, haben rote Augen. Viele behaupten, dass wir komisch drauf sind, aber wir sind bloß verzweifelt, weil wir Kohle brauchen. Wir waren noch nie bekannt für gutes Benehmen, mehr dafür so selten wie möglich zur Schule zu gehen, bei der Imbissbude zu stehen, Bude zu drehen, uns kann keiner umerziehen. Wir sind zu souverän, Deutschland, denn das ist meine Generation. So viele Leute meiner Generation haben keine Motivation und Inspiration, sind immer besoffen und immer nur stoned. Ihr wisst genau, wen ich mein. Und das ist meine Generation. Zu viele Leute eurer Generation haben keine Motivation
Vision und Inspiration und schuften sich nicht tot für Minimumlohn. Auf keinen Fall, damn. Wir haben keinen Bock, Bossen den Arsch zu küssen. Mehr Bock, relax zu leben, ganzen Tag zu kiffen. Kein Bock, den Staat zu dienen. Mehr Bock, den Staat zu dissen, indem wir Wände beschmieren, auf die Straße pissen. Und scheiß auf Politik, wir gehen nicht wählen, weil es scheint, als ob unsere Stimmen eh nicht zählen. Egal was es ist, wir sind stets dagegen. Sogar der Sonnenschein ist schon krebserregend. Es kommt uns vor, als wenn wir im Krieg geboren wären und als ob wir für die da oben niedere Form wären. Viele wünschen sich, dass sie nie geboren wären. Stellen sich vor, wie es wäre, wenn sie nicht hier geboren wären. Und deshalb müssen wir zu Drogen greifen, weil wir uns vor Angst vom Alltag in die Hosen scheißen. Und deshalb muss ich's in die Strophen schreiben. Und ich weiß, ihr werdet's fühlen, weil die Flows so tight sind. Wir alle sehen uns nach einem guten Leben, aber viele hier haben zu viel Angst, es zuzugeben. Und deshalb komm ich, um meinen Leuten Mut zu geben, um meinen Leuten gut zuzureden. Für meine Generation, denn das ist meine Generation. So viele Leute meiner Generation haben keine Motivation und Inspiration, sind immer besoffen und immer nur stoned. Die wissen genau, wen ich mein. Ja, das ist meine Generation. Zu viele Leute eurer Generation haben keine Motivation und Inspiration. Und dies ist Hamburg für die Bundesvision. Mein Name ist Sammy Deluxe. Vielen Dank, DJ Dynamite Drop. Peace out. Sammy Deluxe, meine Damen und Herren. Sammy Deluxe mit DJ Dynamite für Hamburg im Rennen. Das Album von Sammy Deluxe. Generation. Der Bundesvision Song Contest findet am 12. Februar in Oberhausen statt. Und wenn Sie live dabei sein möchten,